Da bin ich wieder. Die letzten Wochen gab es eine Zwangspause aus diversen Gründen und was es damit auf sich hatte, das erzähle ich euch heute. Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du wieder hierher gefunden hast, dich hierher verirrt hast, wie ich so schön immer eigentlich sage. Ihr merkt, ich bin ein bisschen raus aus meinem normalen Trott, wie ich eigentlich ein Intro mache. Und das hat einen Grund, denn hier war 2, 3 Wochen, fast 4 Wochen gefühlt monatelang, nichts los auf meinem Kanal. Und ich dachte mir, ich mache mich jetzt mal fertig, denn ich will noch ein paar Videos heute drehen. Ja, und Yoshi muss erstmal lautstark seinen guten Tag sagen. Kein Video ohne die Katzen, kennen wir auch. Ja, deswegen mache ich mich jetzt hier nebenbei fertig und erzähle euch so ein bisschen, was los war. Wer den Community-Tab verfolgt hat, weiß, dass es etwas bei mir in der Familie auch war, was jetzt diese ganz große Zwangspause verursacht hat. Die war aber gefühlt nur noch die Spitze des Eisberges. Im Hintergrund läuft übrigens der Lüfter, das heißt, wenn ihr so ein bisschen Rauschen hört, so ein, dann ist es das. Ja, fangen wir mal mit dem großen Elefanten im Raum an, das, was ich gerade schon angesprochen hatte. Familie, mein Papa, ja, ich möchte, es ist schwierig, ne? Ihr wisst, ich lasse meine Familie aus Instagram raus oder generell aus Social Media, weil die das nicht möchten. Meine Eltern wissen zum Beispiel immer noch nicht, dass ich einen Social Media Kanal und also mehrere Social Media Kanäle habe, dass ich hier diesen YouTube Kanal habe. Aber was ich euch sagen kann, ist, mein Papa ist relativ schwer erkrankt. Es kam alles sehr plötzlich. Es gab eine große, schwere OP, die jetzt auch noch Nachwirkungen hatte. Inzwischen ist er zwar auf dem Weg der Besserung. In dem Sinne auch vielen lieben Dank an alle, die mir über Insta und auch über, also hier über, auf YouTube auf meine Poster reagiert haben und mir ganz liebe Genesungswünsche und Stärke quasi gewünscht haben. Vielen Dank. Das hat auch, so blöd es immer klingt, aber es tut tatsächlich gut, auch so das Wissen, dass mir das hier keiner übel nimmt, in Anführungsstrichen. Aber es ist mir auch bewusst, Leute. Immer wieder sage ich es. Und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt. YouTube ist hier ein absolutes Hobby. Ich verdiene damit noch kein Geld. Bis da mal überhaupt mal AdSense und sowas an Einnahmen kommen, fehlen noch knapp 500 Abos. Also sehr gerne jetzt ein Abo geben und auch einen Daumen nach oben da lassen. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Aber mal jetzt quasi Scherz beiseite. Ich habe wirklich das Problem mit der Rosy Touch Foundation, dass wenn diesen gewissen Grad an Leere erreicht hat, man echt schwer die Reste rauskriegt. Und ja, ich habe es wieder geschafft, mir was auf meine Kleidung zu machen. Leben wir. Die Nachricht kam vorletzte Woche mit meinem Papa. Und sie kam wirklich mega plötzlich. Also es war nichts, was wir hätten vorhersehen können. Wo man sagt, das hat sich abgezeichnet. Rückblickend haben wir natürlich gemerkt, dass man vielleicht bestimmte Sachen hätte sehen können. Aber das ist ja immer so dieses... man kann ja nicht die ganze Zeit drauf warten und sich gefühlt alle 5 Minuten durchchecken lassen. Nur weil man die Sorge hat, dass man jetzt in einem Alter ist oder vielleicht eine Sache da ist. Am Ende ist es ja immer dieses Rückblicken weiß man mehr. Ja, das ist ja bei vielen Dingen so, dass man dann plötzlich die einzelnen Teile, wenn man weiß, wie das Puzzleteil, wie das Gesamtbild aussieht, kann man sie plötzlich viel besser zusammensetzen. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, für mich war das mega schwer, denn das ist mein Papa. kurz zur Einordnung, mein Papa ist mein Stiefvater, der begleitet mich aber gefühlt schon mein ganzes Leben, also seit ich 8 oder 9 bin. Da haben sich meine Eltern scheiden lassen, kurz darauf hat meine Mama meinen Papa kennengelernt und weil sich mein leiblicher Vater nicht so richtig darum scherte, Teil meines Lebens zu bleiben, da Arbeit quasi rein zu investieren, ist er an die Stelle getreten. Und das hat er, oder macht er immer noch, sehr, sehr gut. Und deswegen sage ich auch Papa, weil er tatsächlich, das ist, er hat mit mir Schulabschlüsse, Studienabschluss, ich habe das erste Auto von ihm bekommen, das war sein altes, also das sind alles so Sachen,
Er ist halt mein Papa. So, Punkt, das fertig. Ja, und am Anfang, als ich die Nachricht bekommen habe, da sah das noch so aus, als ob das zwar schlimm ist, aber... Da, ich hab's vergessen. Aber nicht so krass schlimm, wie wir dachten. Und dann hat man Untersuchungen gemacht und geschaut und geguckt und hat festgestellt, bei der Erstbehandlung quasi, wo man dachte, das würde wahrscheinlich reichen für den Behandlungsplan, dass es nicht reicht, dass eine größere OP fällig ist. Und das lief alles innerhalb von wenigen Tagen. In diesen Tagen hatte ich noch ganz normal Schule, wir hatten Projektwoche. Und ich musste ab Donnerstag, gute Miene zum bösen Spiel machen. Und Donnerstag in der Schule bekam ich noch die Nachricht, dass es eben doch schlimmer ist als gedacht. Leute, es ist so warm, ne? Ihr glaubt das gar nicht. Dass es doch schlimmer ist als gedacht und eine größere OP nun doch ansteht als eigentlich gedacht, geplant. Und Leute, ich kann mit sowas nicht umgehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mit sowas nicht umgehen. Ist ganz blöd, ne? Sowas lernt man ja auch nicht in der Schule. Fun Fact ist, auch wenn ich das dieses Jahr nicht geschafft habe, Thema Trauerbewältigung oder generell so Umgang mit Trauer mache ich tatsächlich im LR-Unterricht. Also eher bezogen auf das Thema, was passiert, wenn ein Mensch stirbt, mit dem Menschen selber, also dass man da verschiedene Phasen der Trauer durchläuft, als auch die Angehörigen, also der Sterbende durchläuft die Phasen des Sterbens, das hat man mal rausgefunden, das hat eine Forscherin quasi zusammengestellt, und die Angehörigen tun das tatsächlich auch, also natürlich nicht zeitgleich, aber es gibt so eine Art von Grobschema, die quasi alle mitmachen. Was ist los? Und das Interessante war, dass ich tatsächlich im Laufe der Tage, die sich immer weiter zogen, das selber auch an mir zum Teil festgestellt habe. Natürlich nicht in dem Maße, wie das bei einer Person passiert, wo ein Angehöriger stirbt, weil das ist kein Holz, das ist Holz. Hoffentlich noch ganz weit weg ist, weil wir ihn jetzt da mit allen möglichen Sachen, was da jetzt passiert ist, retten konnten. Aber ich war halt auch in solchen Phasen der Wut, der Isolation. Also mich haben ganz viele Freundinnen angeschrieben, denen ich es erzählt habe. Also ich habe kurz quasi eine Rund-WhatsApp gemacht, um allen Bescheid zu sagen, dass was los ist. Und ganz viele haben gleich gesagt, ja, ob ich reden wollen würde. Und ich habe allen gesagt, nee, ich kann nicht reden, weil ich war nur am Weinen. Also, und das war auch an dem Donnerstag, wie gesagt, wo ich in der Schule war. Die Kollegin sagte, du, dein Handy hat geklingelt. Ich bin rangegangen auf den Flur und habe schon an der Art und Weise, wie das Gespräch losging, gehört, dass das jetzt, glaube ich, nicht gut laufen wird. Und bin direkt ins Lehrerzimmer, also vom Klassenraum ins Lehrerzimmer oder vom Flur. Und ja, habe halt im Lehrerzimmer fürchterlich angefangen, nach dem Telefonat zu weinen. Da wird mir schon wieder ganz nicht weinen. Und eine Kollegin hat mich ganz, also ich weiß noch, es war eine Kollegin da in dem Moment gerade, und die hat nur gesehen, wie ich fürchterlich geweint habe, und habe mich jetzt mal nur in den Arm genommen. In diesem Sinne danke an alle meine Kollegen. Ich glaube, da guckt keiner meine Videos, aber falls doch mal irgendjemand hier drauf stoßen sollte, danke an alle, die mir da wirklich beigestanden haben. Ganz viele haben mir Mut zugesprochen, wir haben über die OP gesprochen, die haben gesagt, ja, das ist inzwischen schon eine Standard-OP. Und ist es irgendwie auch, aber es ist eben trotzdem eine Riesen-OP, auch wenn sie halt quasi routinemäßig inzwischen durchgeführt wird. Und das hat geholfen, aber ihr könnt euch vorstellen, es war schwer. Am Tag der OP habe ich mich dann auch krank gemeldet, weil ich einfach nicht in der Lage war, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Denn es hätte ja immer noch irgendwas Negatives passieren können. Bin tatsächlich zu meiner Mama gefahren. Ich war halt nicht in der Lage, an dem Tag in der Schule zu sein. Also gar nicht aus, ne? Das ist halt das reine Emotionale. Und das ist auch, glaube ich, vollkommen in Ordnung, dass ich da den Tag gesagt habe, ich muss mich jetzt krank melden. Es war natürlich sehr schade. Wir hatten nämlich eigentlich Schulfest gehabt und die Schüler hätten sich super gefreut, wenn ich da gewesen wäre, weil eine Gruppe hat mir auch ein T-Shirt gemacht in ihrer Gruppe, also in ihrem Projekt. Und das sollte ich eigentlich vorführen. Und da war das Katzenhaar. Ich lieb's. Das ist, wenn man so Haare im Gesicht hat. So ganz feine Katzenhaare. Ich habe die Tage überstanden und das Wichtigste war natürlich, mein Papa hat die Tage überstanden. Es gab jetzt noch eine nachträgliche Komplikation,
wo wir jetzt einfach gucken müssen, es ist nichts Lebensbedrohliches, aber etwas, was halt einfach im Alltag einschränkt. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, generell, wo sich das Leben meines Papas jetzt einfach grundlegend ändern müssen. Ja, inzwischen, ich war mehrmals bei ihm im Krankenhaus. Er war auch in einer Spezialklinik, sodass da wirklich alles gut ist, alles gut war. Aber ihr könnt euch vorstellen, das war für mich hart. Ich habe einiges vorgedreht. Wir kommen gleich zum nächsten Thema, nämlich die Haare. Ein bisschen was Positiveres. Ich habe einiges vorgedreht. Das heißt, ihr werdet auch noch ein paar Videos sehen, wo meine Haare anders aussehen. Das ist nämlich auch in dieser Zeit entstanden, hat sich auch ein bisschen doof angefühlt. In der Zeit, wo es meinem Papa schlecht ging, irgendwie meinem normalen Leben nachzugehen. Ne? Das ist ja auch so das Weirde. Man hat eine Person, eine geliebte Person, die schwer krank ist und man selber soll irgendwie so dem Alltag nachgehen. Das ist einfach seltsam. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich war jetzt schon ein paar Mal da. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Es wird jetzt eine Weile natürlich der Heilungsprozess andauern. Aber wir sind einfach mal frohen Mutes, in Anführungsstrichen, soweit man das halt bei so einem Thema sein kann. Ja, während dieser Zeit war ich beim Friseur und habe mich mal wieder von ein bisschen Längen getrennt, denn so toll die diversen Sachen für meine Haare, die ich da mit euch so getestet habe, auch funktioniert haben, sie können halt Haare nicht ganz machen. Ne? Und ich habe dann gesagt, ja, ich will ein bisschen was weg haben und hatte ihr auch so grob gezeigt, bis wohin. Und sie hat dann beim Schneiden so mit dem Kamm ist sie durchgegangen und ist genau bis zu der Stelle quasi mit dem Kamm problemlos gekommen. Und dann wurde es schwierig und sie sagt, ja, man sagt übrigens auch immer, man soll genau da aufhören, wo man quasi mit dem Kamm nicht mehr gut durchkommt, obwohl es gekämmt ist. Und wow, kann ich auch nicht, wow. Ja, und das haben wir dann auch gemacht und es ist ein schönes Ergebnis. Es ist jetzt auch für den Sommer ein bisschen angenehmer, weil sie eben nicht mehr so lang sind, obwohl sie immer noch im Nacken natürlich total warm sind. Ich wollte eine Länge haben, wo ich noch Zöpfe machen kann, wo ich noch flechten kann, ne? Hier so kordeln kann und so weiter. Das war mir wichtig, damit ich noch relativ, ja, mitarbeiten kann auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das hat sich irgendwie auch seltsam angefühlt. An diesem Wochenende, also Dienstag, Mittwoch ging es los quasi bei meinem Papa, am Samstag war Abiball. Und auch da, ich habe ein langes Gespräch mit meiner Mama geführt und die hat gesagt, dass sie geht zum Abiball. Das bringt nichts, wenn du jetzt zu Hause rumhockst. Papa würde sich auch freuen, wenn du zum Abiball gehst. Der möchte nicht, dass du jetzt deswegen irgendwie deine, also hier rumsitzt, weil ich konnte ja auch nicht die ganze Nacht bei ihm sein. Und das war komisch, bin ich euch ehrlich. Ich hatte auch beim Abiball immer wieder kurz Momente, wo ich Tränen in den Augen hatte, obwohl das ja schon einen Tag nach der OP war. Wo es ihm deutlich besser, also wo ich schon wusste, es geht ihm den Umständen entsprechend ganz gut. Und am nächsten Tag war ich dann auch das erste Mal im Krankenhaus. Ich lasse mal draußen. Bei ihm. Und das war gut und schlecht zugleich. Weil, nicht wundern, ich räume mir nebenbei ein bisschen ein. Einerseits natürlich total schön, ihn zu sehen. Aber Leute, es ist halt mein Papa, ne? Und den so gebrechlich, sage ich mal, zu sehen, so angeschlagen, das war für mich ein immens schweres Ding, zumal wir da halt auch diese Nebenwirkung, sage ich mal, der OP festgestellt haben. Das ist einfach kacke, sein Papa, den starken Mann, also das ist halt bei mir so, mein Papa ist mein starker Mann, so zu sehen. Ja, ich war jetzt genau eine Woche später dann wieder bei ihm gewesen, weil unter der Woche war das auch immer gar nicht so leicht. Jetzt noch mit Schuljahresende und so weiter. Das wäre dann der dritte Punkt, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja, aber das war wirklich der große Elefant im Raum. Und dann habe ich jetzt auch einfach die letzten Tage gemerkt, denn jetzt ist seit einer Woche, knapp einer Woche Ferien. Also wir hatten Mittwoch den letzten Schultag, heute ist Montag. Ich plane dieses Video morgen für euch online zu stellen. Das war ein Schuljahr, was mich wie kein anderes gefordert hat. Und ich bin immer ein Mensch gewesen, der gesagt hat, ich bin jetzt noch jung und ich kann jetzt noch ganz viele Sachen machen, weil ich jung bin. Ich habe noch keinen Partner gerade, ich habe keine Kinder, wo ich einfach weiß, wenn dieser Punkt kommt mit Partner und Kindern, dann werde ich zum Beispiel vielleicht auch nicht mehr voll arbeiten, weil ich dann die Zeit einfach mit meinen Kindern genießen will. Hängt natürlich auch so ein bisschen von der generell finanziellen Situation dann ab, denn sind wir ehrlich, Teilzeit arbeiten zu können, ist ja auch irgendwie ein Privileg, je nachdem, in welcher Situation man ist. Nicht wundern, ich mache mir jetzt gleich noch meinen Eyeliner, aber ich habe festgestellt, erst die Wimpern
zum Beugen ist die bessere Alternative. Weil man sonst den Eyeliner ein bisschen an den Dingen dran hat und dann kann es verschmieren und das wollen wir nicht. Wenn ich dieses Schuljahr jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lasse, und das machen wir jetzt gleich mit dem Eyeliner drauf. Ich habe ein blaues Oberteil an, ne? Ich würde heute, glaube ich, mal diesen dunklen nehmen. Ihr wisst, ich liebe meine Beauty Bay Paletten, ne? Beauty Bay ist einfach sehr, sehr nice. Und ihr wisst, ich liebe diesen kleinen Pinsel aus der Beauty Bands und Essence Palette. Das ist wirklich mein All-Time Favorite. Und ich war gerade erst wieder bei DM und hätte wieder bei Essence gucken können. Weiß jemand, ob es den bei Essence gibt? Oder so einen ähnlichen? Der hat so eine schöne, feine Spitze. Ich liebe den einfach. So, ich mache mir jetzt mal ganz schnell meinen Liner, weil da nehmen kann ich nicht reden. Und dann reden wir gleich weiter. So, Eyeliner ist drauf. Ich denke, Mascara machen wir jetzt einfach mal zusammen. Und Lippen auch. Ja, es gibt viele, viele Vorurteile gegen, oder gegenüber von Lehrern. Wir sind alle faul, wir haben ja alle nur einen Halbtagsjob, haben sau viel Ferien. All die, die hier zuschauen, trust me and believe, nichts davon ist wahr. Und natürlich mag es bestimmt einzelne Lehrer geben, wo die Work-Life-Balance ausgeprägter ist und die vielleicht ein bisschen mehr von dem System Lehrer profitieren, aber ich sage euch, der Großteil ist einfach nur gestresst. Und vielleicht, wenn ihr Bock drauf habt, mache ich auch mal so ein bisschen Lehrermythen aufräumen, dann machen wir hier quasi auch einen Style and Talk. Aber dieses Schuljahr war das erste Mal, dass ich dachte, wenn das so weitergeht, dann bin ich bald im Burnout. Und ich bin immer ein Mensch gewesen, das ist total absurd und ihr seht, hier färbt sich schon ein bisschen was von dem, das muss richtig gut durchtrocknen, ne? Das ist wirklich ein Problem bei dem Eyeliner, das Einzige, was ich wirklich doof finde. Das Schuljahr hat aber auch einen scheiß Start gehabt. Ihr erinnert euch vielleicht, und auch dazu gibt es hier quasi einen Style and Talk. Ich habe Corona aus dem Urlaub mitgebracht, was an sich jetzt nichts Schlimmes ist. Ich hatte aber eine chronische Zahnentzündung hier vorne an einem Zahn, die auch relativ groß war, da war so eine kleine Zyste und in der Zeit, wo ich gesund war und nicht angeschlagen war, war alles gut, da hat der Körper das einfach unterdrückt, aber durch die Corona-Infektion konnte der Körper sich damit halt nicht mehr beschäftigen und aus dieser kleinen, scheinbar überhaupt nicht wahrnehmbaren, also wir haben die nur durch Zufall auf dem Röntgenbild entdeckt, so rein optisch und so weiter oder auch schmerzempfindlich, da war nichts da, ne? Haben wir das, wie gesagt, entdeckt und wollten das eigentlich im Herbst behandeln, weil ich gesagt habe, ich wusste, ich bin dann mindestens eine Woche raus. Ich wollte das vielleicht nicht unbedingt in die Schulzeit legen, sondern eigentlich eher in die Herbstferien. Da hatte ich urlaubstechnisch auch nichts vor. Hatte das alles schon mit meinem Zahnarzt besprochen. Der hatte auch gesagt, das ist ja gerade nicht akut, wir müssen uns da jetzt nicht beeilen. Und ja, es wurde dann halt akut. Ich war dann die ersten 2,5 Wochen, also die ersten 3 Tage sind wir ja schon in der Schule, wo noch kein Schüler in der Schule ist, das ist ja so Vorbereitungswoche, war ich noch mit Corona krank und wirklich Freitagabend, da war ich das erste Mal negativ, ploppte das dann so krass auf, dass ich aussah wie schlecht aufgespritzt und ich noch in eine Notfallzahnklinik gefahren bin und so weiter. Wie gesagt, dazu gibt es eine ganze Story. Auf jeden Fall war das allein schon ein super schlechter Start. Achso, unter Lippenkranz vielleicht auch, ne? Ein super schlechter Start ins Schuljahr und ich habe das bis zu den Herbstferien einfach gemerkt. Wohlgemerkt, für mich ist die Zeit bis zu den Herbstferien in der Regel nicht so eine anstrengende Zeit, weil da schreibe ich ein paar Tests, aber in der Regel keine großen Klausuren oder irgendwas. Das kommt alles mal nach den Herbstferien, das heißt die korrekturaufwendige Zeit ist da noch gar nicht. Und trotzdem habe ich es immens gemerkt, weil ich schon vor den Herbstferien das Gefühl hatte, ich brauche, also ich wusste, wenn ich jetzt nicht in den Urlaub gehe, müsste ich mich jetzt wahrscheinlich krank schreiben lassen. Und ich war dann im Urlaub gewesen, alles schick, alles schön. Der hat auch richtig gut getan. Der hat auch wieder die Akkus aufgefüllt. Mein Wellness-Urlaub. Wellness ist einfach, es ist wirklich Wellness für die Seele auch. Mit meiner liebsten Anne. Grüße gehen da nicht raus, mein Fels in der Brandung. Oder einer meiner Felsen in der Brandung, muss man dazu ja auch sagen. Ich habe sehr viele und ich bin für euch alle dankbar. Und dann fing der Ernst des Lebens an, in Anführungsstrichen, aber die andere strenge Schulzeit, denn nach den Herbstferien beginnen bei uns zumindest an der Schule immer die Korrekturphasen
Also Klausuren werden geschrieben. Ich habe 5 Oberstufenkurse. Rein rechnerisch, wir haben 13 Jahrgänge, 10, also ab der 11. ist ja die Oberstufe. Habe ich von meinen 5 Kursen quasi einen ganzen Jahrgang in Geschichte unterrichtet, wenn man das jetzt mal so runterbrechen würde. Einen in der 11., 2 in der 12., 2 in der 13. 13 hieß auch vor Abitur, das heißt, die haben unter Abiturbedingungen geschrieben, die kriegen 2 Aufgabenvorschläge, nicht wie sonst nur einen, schreiben 4 Stunden. Dazu noch der ganze Nebenplänkel, was so läuft. Ich habe bis Weihnachten jeden Tag bis locker Minimum 18, 19 Uhr in der Schule gesessen, habe korrigiert. Und in der Regel, weil mein Stundenplan so war, war ich auch jeden Tag um 7:30 Uhr spätestens in der Schule, habe korrigiert und das, wie gesagt, bis Weihnachten durch. Ich habe es so gemacht, dass ich am Wochenende nichts machen muss. Das ist auch eine Sache, die habe ich jetzt erst nach vielen, vielen Jahren endlich geschafft, an diesem Punkt zu sein, dass ich so gut in meiner Unter-der-Wochen-Planung bin, dass ich am Wochenende nichts machen muss. Ist halt nur dumm, wenn man am Wochenende dann aber tagsüber geführt auch nur schläft, um seinen Akku aufzuladen. Also ich habe nicht mal irgendwie groß Social Experience gemacht, ja, Freunde getroffen. Das ist bei uns eigentlich, also bei mir in der Familie ist es so ein bisschen die Geburtstagswochen. Das heißt, ich war wenn dann bei meinen Familien. Aber ansonsten habe ich nichts gemacht. Pünktlich zu Weihnachten war ich krank. Und zwar mit dieser immensen Grippewelle, die rumging, obwohl ich mich Grippeschutz habe impfen lassen. Es war keine Grippe, es war wahrscheinlich ein viraler Infekt oder irgendwas. Ich habe mich abhorchen lassen, ich habe keine Medikamente oder sowas bekommen, ne, sondern das Typische, was man dann so machen soll. Und war pünktlich zum ersten Schultag wieder gesund. Ich habe über Weihnachten noch meine Eltern angesteckt, was natürlich auch nicht toll ist. Gerade mit der Geschichte, ne, was ich euch jetzt erzählt habe, was noch so gelaufen ist. Und hatte nach Weihnachten immer noch Korrekturen auf dem Tisch. Musste zu meinem Stelli gehen und einen Korrekturtag bitten. Den haben wir dann irgendwie so reingequetscht, wo ich noch eine Stunde unterrichtet habe und der Rest dann ausgefallen ist. Habe wirklich bis zum letzten Tag, wo wir Noten hätten eintragen können, auch noch korrigiert. Dann war wieder so ein bisschen Ruhe. Ich glaube, einen Monat später ging es dann wieder los, weil dann die 13er im 4. Semester schon längst waren. Also das geht schon im Januar los, nicht erst im Februar mit dem neuen Halbjahr. Die auch wieder Klausuren geschrieben haben. Ich habe relativ viele Schüler, die bei mir auch Abi gemacht haben. Dementsprechend haben auch relativ viele bei mir Klausur geschrieben. Und ich bin wieder in diesen Klausurmarathon rein. Dazu dann die 13er quasi zweimal in dem Halbjahr. Einmal die normale Klausur, die nur 90 Minuten geht. Und dann nochmal die Abiturklausur, die dann auch noch kam. Plus mündliche Prüfungen, die ich beispielsweise über Ostern geplant habe. Da habe ich Ostern wirklich, ich habe 3 mündliche Prüfungen konzipiert. Und ich habe jeden Tag an einer Prüfung gesessen. 5-6 Stunden. Man wird schneller, aber ihr habt, glaube ich, eine vage Vorstellung davon, dass das sau viel Korrekturzeit ist. Und das ist einfach immens viel Arbeit. Und das alles im normalen Business, ne? Also das ist ja immer das, was man nicht so richtig oder was man so aus den Augen verliert. Und das ist natürlich diese unsichtbare Lehrerarbeit, die keiner sieht. Weil wenn ich halt sage, 25 Stunden, dann habe ich schon von Freunden gehört, du machst also nur so eine halbe Stelle, eine dreiviertel Stelle. Ich so, nee, ist eine volle Stelle. Ja, aber bei mir gerechnet wäre das jetzt ja nur eine halbe Stelle. Ich so, nein, das ist keine halbe Stelle. Und das ärgert mich dann immer so, weil es wird immer so der auch so klein geredet, ne? So, aber du hast da so viele Ferien. Ja, aber ich habe in den Herbstferien gearbeitet, ich habe in den Osterferien gearbeitet und wenn ich da nicht arbeite, dann arbeite ich quasi vor und nach. Aber Fun Fact ist, es gibt halt so viele Studien, die schon belegen, dass Lehrer deutlich mehr arbeiten, als das immer scheint und dass die durchschnittliche Arbeitslehrerzeit einfach mal bei über 40 Stunden liegt. Spoilerwarnung. Letzte Studie, die ich gelesen hatte, war von 2015 und seitdem hat sich auch noch mal einiges verschlechtert in der Lehrerwelt und da waren es 48,5 Stunden. Es gibt noch ganz viele andere Dinge, die kann ich, wie gesagt, könnt ihr mir mal unten reinschreiben, ob ich darüber einfach mal ein separates Video machen soll, aber diese Masse an Korrekturen und einige schulinterne Probleme, die ich jetzt hier auch nicht ausbreiten werde, weil sie nicht hierher gehören, haben dazu geführt, dass dieses Schuljahr für mich wirklich schwer war. Fazit dieses Videos. Es war ein sehr anstrengendes Schuljahr, was jetzt gerade zum Ende hin auch noch auf einer persönlichen Ebene sehr, sehr anstrengend wurde. Ich habe übrigens was an, ne? Es sieht immer so aus, als ob ich nichts anhabe. Und das war krass und man merkt erstmal, wie hilflos man sich gerade in solchen familiären Situationen fühlt. Deswegen an all jene, die das vielleicht auch gerade durchmachen müssen, geht ganz viel Liebe raus. Ich drücke euch ganz doll, weil ich gerade echt weiß leider, wie schlimm das sein kann. Und ich mach mal auf Fingers crossed und Daumen gedrückt, dass das bei euch, so wie hoffentlich auch bei meinem Papa,
sich alles gut entwickelt. Und ja, ich bin wieder da. Hoffentlich. Ich gehe aber davon aus, dass es jetzt soweit alles gut ist. Ich genieße gerade meine Ferien. Die ersten Tage habe ich nichts gemacht. Und ich meine mit nichts, wirklich nichts. Ich habe Serien geschaut und war abends mit meiner Nachbarin schwimmen. Das war alles. Wirklich, das war alles. Jetzt versuche ich langsam wieder in so einen gewissen Rhythmus reinzukommen. Es ist jetzt aber auch 18 Uhr und ich fange endlich mal an zu drehen. Reden wir auch nicht drüber. Ehe ich mal so rauskomme, mein Schlafrhythmus ist immer im Arsch. Ich brauche mal auch nicht drüber reden. Auf jeden Fall wollte ich mich mit diesem Video zurückmelden, einiges erklären, weil viele von euch auch eben, wie gesagt, so lieb drunter geschrieben haben oder mir auch auf Insta geschrieben haben. Folgt mir sehr gerne auch auf Insta, da nehme ich euch immer so ein bisschen in meinen Alltag mit. Gerade ist nicht so viel los, deswegen kommt vielleicht nicht so viel. Und ich versuche jetzt wieder dreimal die Woche, Dienstag, Donnerstag, Sonntag, denke ich, wieder Videos hochzuladen, sodass ihr daran wieder Freude habt und versuche auch so vorzudrehen, dass in meiner Urlaubszeit, denn ich fahre auch tatsächlich noch diese Sommerferien und Urlaub, das ist dann im August, auch alles online geht. Und würde mich super freuen, wenn ihr mir jetzt helft, dass der Algorithmus wieder ein bisschen gepusht wird. Deswegen liked das Video sehr gerne, Abo und hinterlasst auch sehr, sehr gerne einen Kommentar. Das hilft einfach, dass das ein paar Leuten angezeigt wird und ich hier wieder so ein bisschen reinkomme. Danke an alle von euch, die schon abonnieren, die regelmäßig liken und posten und kommentieren. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Für mich ist es auch wirklich immer noch was ganz Besonderes, dass mir hier über 500 Leute folgen. Ob sie nun regelmäßig meine Videos schauen oder nicht, ist ja mal dahingestellt. Da habe ich meistens so von 100 bis 200 Aufrufe, ne? Also mir gucken nicht alle, viele gucken auch die Shorts. Auch bei den Shorts versuche ich jetzt wieder reinzukommen. Also ihr merkt, es steht ganz viel auf dem Plan. Ich habe einiges vorgedreht, einiges, was jetzt noch nachträglich kommt. Ihr seht ein Get Ready With Me, Abiball Edition, inklusive Haare und Kleid und allem. Genau. Und wie gesagt, wenn es euch interessiert, schreibt mir gerne mal unten rein, ob euch so ein Real Talk zum Lehrerleben, dass ich da einfach nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, sodass ihr vielleicht noch ein paar neue Einblicke kriegt und die gerne auch dann weitergeben könnt an Leute, die dann sowas verbreiten, sage ich mal. Ich höre jetzt auf. Ich habe noch Boxen hier nämlich neben mir stehen, die ich jetzt endlich mal auspacken kann, die dann auch die nächsten Tage hier online kommen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, Tag, Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Vorher verlinke ich euch noch, bis zum nächsten Mal, hier meine Playlist mit den Schminkis oder Real Talks, Schminkin und Talks, irgendwas in die Richtung. Hier geht's zu meinem Kanal, falls ihr den noch nicht abonniert habt, zum Stöbern. Und hier findest du das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Wie gesagt, das ist schon eine Weile her. Danke an euch. Wir sehen uns ganz, ganz bald. Ciao, ciao!